Wir laden Sie ein zu einem neuen Draußengottesdienst. Kommen Sie mit. Liebe Freundinnen und Freunde unserer Draußengottesdienste, seien Sie ganz herzlich willkommen zu einer neuen Andacht. So ein knackiger Apfel ist etwas Leckeres, finden Sie nicht auch? Aber kann so ein Apfel auch Sünde sein? Im Ausnahmefall schon, zumindest wenn er in der Mitte des Paradiesgartens hängt und es verboten ist, davon zu essen und er doch gepflückt und gegessen wird. Sie werden es geahnt haben, wir begeben uns heute in den Paradiesgarten Eden und widmen uns der Vertreibung von Adam und Eva aus diesem Paradiesgarten. In der Kirche ja oft Sündenfall und Vertreibung aus dem Paradies genannt. Ich wünsche Ihnen eine gesegnete Andacht. Amen. Hören wir dazu die Erzählung aus der Bibel. Die Vertreibung von Adam, dem Mann, und Eva, der Frau, aus dem Paradiesgarten. Die Schlange war das klügste von allen Tieren des Feldes, die Gott erschaffen hat. Sie fragte die Frau: Sollte Gott wirklich gesagt haben, ihr dürft die Früchte von den Bäumen des Gartens nicht essen? Natürlich dürfen wir sie essen, erwiderte die Frau. Nur nicht die Früchte von dem Baum in der Mitte des Gartens. Gott hat gesagt: Esst nicht davon, berührt sie nicht, sonst müsst ihr sterben. Nein, nein, sagte die Schlange da. Ihr werdet bestimmt nicht sterben. Aber Gott weiß, sobald ihr davon esst, werden euch die Augen aufgehen. Ihr werdet wie Gott sein und wissen, was gut ist und was böse. Dann werdet ihr euer Leben selbst in die Hand nehmen können. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte müssten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden würde. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da gingen den beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter und machten sich Lendenschurz. Am Abend, als es kühler wurde, ging Gott durch den Garten. Und Adam und Eva versteckten sich vor Gott zwischen den Bäumen. Gott aber rief nach dem Menschen: Wo bist du? Adam antwortete: Ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin. Da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Der Mensch erwiderte: Die Frau, die du mir an die Seite gestellt hast, gab mir davon. Da habe ich gegessen. Gott, der Herr, sagte zu der Frau: Was hast du da getan? Sie antwortete: Die Schlange ist schuld. Sie hat mich zum Essen verführt. Gott verfluchte die Schlange. Zur Frau aber sagte Gott: Ich verhänge über dich, dass du Mühsal und Beschwerde hast, jedes Mal, wenn du schwanger bist. Und unter Schmerzen sollst du die Kinder zur Welt bringen. Es wird dich zu deinem Mann hinziehen. Und er soll von nun an über dich herrschen. Und zum Mann sagte Gott: Weil du auf deine Frau gehört hast und mein Verbot übertreten hast, gilt von nun an, deinetwegen ist der Acker verflucht. Mit Mühsal wirst du dich davon ernähren, dein Leben lang. Dornen und Disteln werden dort wachsen und du wirst die Pflanzen des Feldes essen. Viel Schweiß musst du vergießen, um dein tägliches Brot zu bekommen, bis du zurückkehrst zur Erde, von der du genommen bist. Ja, Staub bist du, und zu Staub musst du wieder werden. Dann sagte Gott:
Nun ist der Mensch wie einer von uns geworden und kann unterscheiden zwischen Gut und Böse. Es darf nicht sein, dass er nicht auch noch vom Baum des Lebens isst, denn sonst wird er ewig leben. Und er schickte den Menschen aus dem Garten Eden weg, damit er den Ackerboden bearbeite, aus dem er gemacht war. So trieb Gott der Herr die Menschen hinaus und stellte östlich von Eden die Cherubim und das flammende Schwert als Wächter auf. Niemand sollte zum Baum des Lebens gelangen können. Liebe Freundinnen und Freunde unserer draußen Gottesdienste, in dieser biblischen Erzählung, von der wir gerade hörten, geht es eigentlich um die Entwicklung des Menschen vom Tier, also vom vorbewussten oder unbewussten Wesen, hin zum Menschen, zum bewussten Wesen. Dieses Bewusstwerden wiederholt sich ja auch beim Erwachsenwerden. Man tritt aus dem Unbewusstsein des Kindes hinaus in die Freiheit des Erwachsenen, wenn wir die Welt mehr und mehr wahrnehmen und Verantwortung übernehmen. Ein Vorgang, der einerseits großartig und positiv ist, andererseits aber auch erschreckt und Angst macht. Er ist großartig, weil er Freiheit und Menschsein bedeutet, und er macht Angst, weil diese Freiheit uns auch immer wieder vor Probleme stellt. Die Bibelerzählung von der Vertreibung von Adam und Eva aus dem Paradies ist eine der tiefsten Erzählungen unseres Alten Testaments. Sie beschreibt in unübertrefflicher Form, was den Mensch vom Tier unterscheidet, und beschreibt auch den Schritt vom Kind zum Erwachsenwerden. Gott verbietet ja zunächst, von der Frucht zu essen, also Bewusstsein und Erkenntnis für den Geist zu erlangen. Als Adam und Eva das Verbot dann übertreten, tötet Gott die beiden nicht. Er ist milde. Aber es wird auch deutlich, dass es eine Last für die Menschen ist, sich selbst bewusst zu werden, selber entscheiden zu müssen und mit der Scham zu leben. Wir leben nicht mehr im Paradies, nicht mehr in der Zeit der Unschuld und der Vorbewusstheit. Wir leben vielmehr in dieser Welt mit ihren Risiken, mit einer Fülle von Aufgaben, Fragen, Erfolgen und Misserfolgen, Erfahrungen und Ratlosigkeiten. Wir leben in einer wundervollen Welt, voller Freude und auch voller Leiden. Eine schreckliche und eine schöne Welt. Und wir lernen alle, je an unserem Ort, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen. Vom Baum der Erkenntnis zu essen, was heißt das für heute? Für mich heißt es, einen wachen Verstand, ein offenes Herz haben, kritisch sein, Mitgefühl und Mut haben, die Wissenschaft ernst zu nehmen, verantwortlich und umsichtig zu leben. Wir sind nicht alleine für unser Leben verantwortlich. Wir sind nicht alleine, wenn wir nun Dinge selbstständig und bewusst entscheiden müssen. Da ist noch eine Kraft, die uns trägt und hält, in aller Mühe, Gott selbst. Gott trägt uns auch in dem Dunkel, das einem im Leben erwartet und das vor uns liegt. Gott trägt uns auch und Gott schützt uns auch. Amen. Geht hin im Frieden des Herrn. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf zu dir und schenke dir Frieden. Amen. Ich wünsche einen gesegneten Sonntag.